Die nächste Partie der Volksbank Bravo Gruppe läuft. Tussenhäuter Platenhof in Grün gegen SV Gifhorn. Während das Spiel noch etwas schleppend verläuft, wollen wir noch mal an die Tombola erinnern. Die beiden Losfeen, Melanie und Nicole, laufen durch die Reihen. Kauft ihnen ordentlich Tombola-Lose ab. Natürlich alles für den guten Zweck. Alles für den guten Zweck. Und wir haben 10 hochkarätige Preise nachher zu verlosen. Unter anderem beispielsweise gibt es ein Fahrrad von der Fahrradoase Fleischer. Oder beispielsweise auch das neue Deutschland-Trikot 2018 von Sports 38 bereitgestellt. Da sich Gifhorns Torwart Moritz Krenz jetzt hier schon das dritte Mal auszeichnet oder das vierte Mal, quasi 2 Doppelparaden in Folge, geben wir auch ihm eine kleine Überraschung hier in der Sprecherkabine nach dem Spiel abzuholen für SV Gifhorn Torwart Moritz Krenz. Und wo wir gerade dabei sind, Mehmet Haiderei bitten wir in die Sprecherkabine. Auch er bekommt noch seine Überraschung, die er sich für seinen Doppelpack verdient hat. Und spätestens jetzt hat sich Moritz Krenz seine Überraschung redlich verdient. Das war schon seine 5. Parade.
Gebt beiden Teams von den Rängen nochmal ordentlich Unterstützung, dass diese Partie nicht 0-0 ausgeht. Wir wollen doch hier kein torloses Unentschieden sehen heute. Schöne Annahme, Abschluss etwas zu hoch. Das war Wayne Root für die SVG von weiterhin 0-0. Gleich brechen die letzten zwei Minuten an, weiterhin 0-0 zwischen dem TuS Neudorf-Platendorf und der SV Gifhorn. Für die nächste Partie machen sich bitte bereit die FSV Adenbüttel-Rethen und der SV Triangel. Und wieder pariert Moritz Grenz, diesmal den Versuch von Friedrich Klaasen. Also Platendorf scheitert hier am Gifhorner Torwart. Eins zu null für den TuS Neudorf-Platendorf. Jetzt ist es doch gefallen, das Tor. Torschütze mit der Nummer 19, Friedrich Klaasen. 1-0 für Platendorf. Eins zu eins. Und was für ein Tor. Wayne Root mit der Hacke. 1-1 für die SV Gifhorn. 10 Sekunden vor dem Ende. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, auch das hat eine Überraschung verdient für Wayne Root, für dieses wunderbare Hackentor. Er kann sich die Überraschung hier oben abholen. 1-1 unentschieden zwischen dem TuS Neudorf-Platendorf und der SV Gifhorn.